So Leute, willkommen zu JanTube, zu meinem ersten Video. Ich bin Jan, die meisten oder eigentlich, ich glaube alle, die dieses Video gucken, kennen mich von MT-Krass. Ich bin der Sohn davon. Ja, ich habe meinen Meister... Bruder von Sun Garage. Genau, das ist mein Bruder Sun Garage. Das ist mein erstes Video. Ich habe meinen Meisterbrief geschafft, Leute. Auf dem Rückweg, ohne Witz. Leute, ich bin liegen geblieben mit einem Fünfer. Ich blende euch ein Bild ein. Wir gucken mal hier eben kurz rein. Ey, was macht der Junge? Ja, der bleibt liegen, ey. Hast du zum ersten Mal, dass du liegen geblieben bist, ne? Ja. Weil normal bin ich derjenige, der immer liegen bleibt. Ich bin noch nie liegen geblieben, Leute. Wie wir sehen können. Kann man das überhaupt sehen? Weil der ist ganz schön eng hier, ne? Da ist der Riemen ab. Ne, ich weiß nicht, ob man das sieht, da. Zoom mal ran, genau. Der Riemen ist ab und der Spanner ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, Leute. Das Spannerrad steht schief, wenn man von hier sieht. Auf jeden Fall, der Spanner ist defekt, Riemen ist defekt. Dazu kommt ein separates Video. Ja, das machen wir in einem anderen Video. Wofür ich eigentlich das erste Video machen wollte, war eigentlich ein CLS angucken. Ist nichts geworden, der wollte nicht, dass wir filmen. Also vergessen wir die Sache. Ja gut, der CLS war ja so oder so nichts für dich, ne? Wir haben eine andere schöne Sache, Leute. SL mit prominenten Besitzer. Ja, dafür haben wir H-Kennzeichen gemacht. Das war mein erster Auftrag. Wir haben ihn jetzt, also ich hatte die letzten Tage wenig Zeit zum Filmen, aber wir können ja das Auto mal zeigen, ne? Das ist ein SL 500 R129, 89er Baujahr. Der gehört Boberg. Schönen Grüße an dich. Ich habe den aus Hamburg abgeholt. Hab hier H-Kennzeichen gemacht. Der stand eigentlich gut da. Das Auto hatte noch TÜV, alles ist ziemlich original. Komm mal rein. Ja, es ist alles original. Ja. Alten Bäckerradio, schöne AMG-Felgen. Und Zustand ist echt Bombe noch. Also, geile Ausstattung hat er, ne? Ausstattung ist gut. Wir können ja mal in den Motor reinschauen. Schön die AMG-Felgen, rostmäßig ist da echt wenig. Also eigentlich gar nichts. Zum TÜV haben wir nur, ich glaube, der Auspuff war undicht und das war's. Genau, hier 500er, M119, geiles Auto, Leute. Ich feiere. Der hat Nockenwellenverschiller, ne? Ja, ja, M119 hat Nockenwellenverschiller. M113 hat hier keine mehr. Ich feiere die Autos, ich mag die Motoren gerne. Die haben auch echt Dampf, 326 PS. Ist aber ein Liebhaberfahrzeug, Leute. Wir werden ihn nicht treten. Wir fahren mal eine kleine Runde. Leute, es ist zu warm hier drinne. Wir starten mal den Motor und gucken, ob das Dach aufgeht. Motor läuft gut, Leute. Da tut sich was. Leute, guckt euch das an. Über 30 Jahre alte Technik. Wie ein Neuwagen. Wie am ersten Tag. So Leute, hier bei dem Wetter mit Dach auf, guckt euch diese Linie an. Ich schwör's dir, das Auto ist 30 Jahre alt, aber sieht einfach nur pervers aus. Ich fühle das Auto mit dem V8 AMG-Felgen. Der muss einmal sauber gemacht werden. Aber ansonsten finde ich das echt gut. Das Einzige, was mich wirklich stört, die ist ein bisschen hart, ne Leute? Die ist hier 2 Meter hoch. Ich bin auch 2 Meter groß, nein Spaß. Aber die ist schon ein bisschen hart. Ansonsten, super geiles Auto. Damit immer in Kiez fahren, Boberg, wäre schon geil, finde ich. Das war's. Ich weiß nicht, wie lang das Video sein wird. Das nächste Video wird wahrscheinlich der E60 sein, wenn ich Zeit dazu finde. Drinnen steht noch mein Cabrio. Warte mal, das zeigen wir mal eben. Komm mal mit. Cabrio. Motor habe ich eingebaut. Das Einzige ist, das Fenster geht nicht runter und das andere Fenster geht nicht runter. Hinten geht. Ich habe hier alles geprüft. Ich habe sogar ein neues Zentralsteuergerät geholt, weil eigentlich alles funktioniert hat. Dann habe ich hier geguckt, Leute, Kabelbruch, ja, ihr seht's, da sind, ich habe hier schon ein bisschen auseinander gefriemelt, da sind 10 Kabel ab und deshalb geht das Ganze auch nicht, ne? Da schaue ich mal, dass ich den nächste Zeit, also eigentlich morgen zusammenbaue und dann müsste eigentlich alles passen. Eigentlich mit dem Video, ich weiß nicht, wie lang das ist,
Habe ich eben, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber egal. Nächstes Video wird wahrscheinlich der E60 da vorne sein. Das schöne Auto geht morgen wieder nach Hamburg, zu Bobek. Dann kann er ihn anmelden auf H-Kennzeichen fahren, Leute. Folgt mir auf Instagram, JanTube, verlinke ich euch. Folgt meinem Bruder, Sun Garage. Der hat gerade in eine Steckdose gefasst. Guckt euch seine Haare an. Nein, wir müssen zum Friseur. Folgt ihn auf Instagram, YouTube, überall. Folgt allgemein auf Instagram. Genau. Da gibt es immer tägliche Updates. Genau. Und Freunde, am 30.07. 30.06. Leute, kommt auf die Reeperbahn. Wir werden auch da sein. Mit Bobek seine Eröffnungsparty zu Baby Boo feiern. Und wir sind auch im Musikvideo, Leute. Kommt zu uns. Dr. Ja. Pepper trinken natürlich nur, ne? Genau, wir trinken kein Jackie Cola, sondern nur Dr. Pepper, Leute. Eigentlich Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren, Leute. Ich bin gerade neu im YouTube-Game. Pusht mich ein bisschen, Leute. Pusht mich ein bisschen. Ich versuche, mein Ziel ist es, ihn noch einzuholen, Leute. Ah, das kriegt ihr ja Spaß. Hin, ich bin Spaß, noch ein kleiner wir Fisch, betteln ne? uns nicht, Leute. Ist eh das Gleiche, aber ich würde mich freuen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.